Ja. Und die dritte Bombe. Ja, damit. Und zurück. Das hat Spaß gemacht mit den Bauarbeitern, muss ich sagen. Das war richtig cool. Kommen ja noch ein paar mehr? Ich will meinen Rotor noch ein bisschen einsetzen als Waffe. Ob das auch bei den richtigen Helikoptern funktioniert? Halt. Ja, bremsen. Achso, ich drücke die falsche Taste. Haha. So viel zum Thema, ich komme mit der Steuerung gut zurecht. Und da drüben. Was? Zack, weg mit dir. Und du auch? Du bist auch ein paar. Zack, yeah. You can't stop me. Ja, schon wieder falsch gedrückt. Decke. 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 So. Dann wieder nach unten und die letzte Bombe geholt. Ach, wir haben ja noch massig Zeit. Wir haben ja noch fast 4 Minuten. Und die kleinen, dicken Hündchen dackeln uns hinterher hier. Ist das nicht knuffig? Ich würde mich ja jetzt umsehen. Das Problem ist bloß, die Taste zum Umsehen liegt auf der Maus. Auf dem Mausrad. Und ich muss den Helikopter mit Tasten steuern. Also mit WASD und den Pfeiltasten zusammen. So, aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Klick, hallo. Man merkt ja auch nicht, dass nebenan dort gleich hier drüben der gute Tommy drin sitzt, der hier in der Animation natürlich nichts macht normalerweise, aber mit einer Fernsteuerung rumspielen dürfte. Nein, merkt man nicht, nein. Aber mir soll es recht sein, mir vereinfacht das nur das Arbeiten. Flieg, flieg, flieg. Und ums Eck. Und hinauf. Und ums Eck. Und hinauf. Ach, wie schön. Das klappt so wunderbar. Ups. Was? Wo? Wer? Wie? Hallo? Hallo? Wo? Ach, da. Pass auf, mein Freund. Zack. Huch, na sowas. Krach, bumm. Bam! Ja, ich würde sagen, wir haben das Stadtbild nachhaltig geprägt. Und uns $1000 verdient. Das war's mit den Aufträgen für Avery. Und wir können fortfahren mit den Aufträgen für den guten Colonel Cortez. Mal sehen, was da so rauskommt. Was da so bei rumkommt. Quietsch! Quietsch, quietsch, quietsch! Ja, Platz da, Platz da! So, ja, wir werden immer mal ein paar Fahrtwege zu bestreiten haben. Das wird sich nicht ändern lassen. Was ist denn das mit diesem Telefonanruf? Also ich würde da ja... Hallo? Ja, super Fahrzeugeigenschaften, muss ich schon sagen. Kippt von alleine einfach auf die Seite um und fängt sofort zu brennen an und explodiert direkt danach auch. Ja, geht mal gucken, was da passiert ist. Ich klaue mittlerweile den guten Admiral. Das Ding kennen wir ja schon, die Marke. Coole Musik. Yeah! Und hier rein. Ja, war wieder sehr erfolgreich. Habe ich gerade einen Baum geschreddert? Moment, das muss ich kurz probieren. Tatsächlich. Ist ja süß. Hahaha. Egal. Weiter geht's. Der Verräter. Mr. Versetti. Colonel, anwesend. Please sit. Lobster. No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. Was? I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. Würde ich aber auch sagen. It's only right that you killed Gonzalez. Did he do it?
Das machen wir. That's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. Das ist ein Deal. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Nettes Spielzeug. Na, das sind wir doch dabei, oder? Das testen wir doch gleich mal hier. Hallo! Bleibt stehen! Ich will auch noch spielen! Dann müssen wir das mal in unserem Auto testen. Ja! Na, das ist doch mal was. Das ist doch eine Maßnahme. Wunderschön gerippt, die Karre. Kommt, die kriegen wir klein. Stirb, stirb, stirb! Ich sagte, stirb. Ja, also außer Spesen nichts gewesen, ne? Sieht zwar jetzt etwas unvorteilhafter aus, aber so richtig explodieren wir es wohl nicht. Gut, dann nehmen wir natürlich jetzt das Auto. Natürlich nur, weil das andere jetzt kaputt ist. Also das war, ich hätte jetzt ansonsten natürlich nicht den guten Cheetah genommen. Cheetah übrigens der Gepard im Englischen. Was wohl an die Schnelligkeit des Autos angelehnt sein wird. Cooles Lied übrigens. I wanna rock. Ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber es ist einfach geil. Rock. 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 Guitar. Wo müssen wir denn eigentlich hin hier? Hier oben lang. Okay, ist das nicht der Malibu Club? I wanna rock, rock. Yeah. Ach, nee. Da, aber da vorne ist er. Also, Orientierungssinn passt schon, würde ich sagen. Jetzt will ich aber eigentlich das Lied weiterhören. Das ist gerade ziemlich ärgerlich. Na gut. Schauen wir mal. Hallo, mein Freund! Gut erkannt! Kommt spielen! Uhuhu. Schade, dass ich kein Blut hier mit drin habe. Also nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig blutlüstern wäre, aber... Es kommt einfach uncool, wenn die einfach umfallen. Ich wollte mir jetzt aber eigentlich oben das Apartment angucken. Kriege ich das denn, wenn ich den jetzt ermorde? Ich würde... Was hast du davon? Komm, wir rennen mal ein Stück. So. Mit der Kettensäge geht's nicht zu rennen. Hallo. Ach, tatsächlich, die Polizei ist in der Nähe. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Kommt mal her. Kommt mal einen Meter weg hier. So. Und jetzt nehmen wir uns das Auto hier. Ach, das war jetzt natürlich... Der Erfahrung nach kann man Polizeiwagen natürlich nicht umspritzen. Deswegen wieder zurück in den guten alten Gepard. Die haben auch Musik wenigstens, das ist ja viel besser. Ach ja, 80s Rock ist schon geil. Also, da gibt's nichts. So, umspritzen bitte. In Rot jetzt. Ja, natürlich können uns die Bullen jetzt überhaupt nicht mehr erkennen. Schließlich fährt er mit einem weißen Cheetah rein und kommt mit einem roten wieder raus. Man könnte nicht ahnen, dass derselbe Mann dahinter sitzt, hinterm Steuer. Man kann es ja auch nicht sehen, nein. Oder wenn ich jetzt aussteigen würde, ich würde trotzdem von den Bullen nicht gejagt werden. Weg. Ja, das war's jetzt. Wie viel haben wir eigentlich gekriegt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Haben wir überhaupt was gekriegt? Ups. So, mal ein bisschen Gas geben. Ja, davon war so eine Rampe gewesen. Ja, genau. Ja. 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 Genau. Geht's ja noch. Oh, da geht's noch weiter. Neuer Anlauf nehmen. Attacke! Okay.
Das ging aber schnell. Uff. Das ging jetzt wirklich schnell, muss ich sagen. Auto, Auto, Auto. Ich hätte gern ein Auto. Auto, nee, du nicht. Aber, hey. Ach, hier ist das Polizeipräsidium. Na, das ist doch mal was. Gib mal her den Scherbel hier. Wunderbar. Halt. Da habe ich doch was gesehen. Hey, ein paar Granätchen. Das ist doch schön. Jetzt haben wir eine Kettensäge und Granaten. Ich hätte zwar viel lieber eigentlich mal eine Pistole, aber gut. Ach, Pistole müssten wir auch noch haben, oder? Aber so eine kleine SMG oder sowas. So eine Uzi. Irgendwas Kleines halt. Mit Maschinenwirkung. Also, wisst schon, was ich meine. Ratatatatat eben. Wäre doch mal was. So, zack, überrollt. Ach so. Wie jetzt? Ich mach die Sirene an und krieg den Stern? Was seid ihr denn für Ärsche? Bringt das eigentlich was? Ach, tatsächlich. Hat nicht bloß kosmetische Wirkung. Moment, ich will mal was probieren. Yeah! Ja, die Fahrzeuge in Vice City, die haben, wie gesagt, wahnsinnig tolle Eigenschaften. Also, ja, man fährt ums Eck und fällt um. Ist wahrscheinlich nicht fürs schnelle Fahren gedacht. Sind ja bloß die Polizeiautos, die ab und zu mal jemanden verfolgen müssen. Kugelhagel im Einkaufszentrum. Na supi, und ich habe keine Waffe. Keine ordentliche. Tommy, come and join me. Auf deinen Schoß? This looks delicious, eh? Happy as now. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Technologie, okay. Triff dich mit dem Kurier im Einkaufszentrum. Das machen wir. Oh, cool. Das ist aber schön. Wo kommt ihr denn her? Ja. Nehmen wir mal so hin. Aber ich glaube, ich bleibe trotzdem bei der Pistole, weil das immer so eine Sache ist. Ich mit Schrotflinten, mit Pumpguns, mit was weiß ich halt. Die sind immer so langsam. Das ist nicht so ganz mein Ding. Also ich bin generell mehr so auf der leichteren Seite immer zu haben. Soll heißen, Sturmgewehr, Maschinenpistole, sowas. Und im Mittelalter spielen eher die einhändigen Waffen als die zweihändigen. Weil ich nicht so der aufs Maul Prügeltyp bin, der mit den übelsten Knüppeln dann durch die Gegend zieht. Beziehungsweise hier mit den unglaublichen Wegrotzkanonen. Deswegen bleiben wir mal bei der guten alten Pistole. Und zur Not können wir immer noch klick-klack wechseln. Da oben ist er. Der sieht... Oh, wir fahren. wir stehen in der Luft. Schade. Was bist du denn für einer? Okay. Oh, ein frühes Dessert. Und? Mikrochips, okay. D'accord, d'accord. End it over. Das finde ich gut. End it over ist schön. Schnell weg, schnell weg. Oh, ich lebe kaum noch. Hinterher. Ich krieg dich, du Sau. Ich krieg dich noch. Scheiße. Gib mir mal das Auto hier. Ach, der wartet auf mich. Das ist ja süß. Der will spielen. Haha. Komm her. Oh, scheiße. Ach, Mensch, schon wieder die falsche Taste. Ach, der ist ja auch...